Wobei ich sag's simpel. Meine Jungs und ich haben uns nach kurzer Diskussion beschlossen, nach Barcelona zu fliegen. Im Folgenden übrigens manchmal Barcelona genannt, weil die Strecke für einen Fußweg vielleicht doch ein bisschen zu lang ist. Jeder von uns kennt Barcelona, aber nicht jeder von uns kennt diese Jungs. Den USV. Hier ein kleiner Schnelldurchlauf. Das waren die Jungs. Wie einfach gestrickt wir sind, werde ich mit einem Camcorder und einer analogen Kamera festhalten. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Kamera, mit der ich gerade aufnehme, kaputt gehen würde, wenn ich diese mitnehmen würde. Deswegen nehme ich sie nicht mit. Scheiße, simpel. Beginnen wir doch einfach mal mit der Anreise. Ausgerüstet mit einem Outfit für 5 Tage, dementsprechend auch 5 Unterhosen und keiner Zahnbürste, dachten wir uns, es wäre einfach nur lustig, um die gleiche Uhrzeit im Flugzeug aufzustehen. Ole, steh du als Erster auf, okay? Also ich steh einfach auf, dann mach ich dich 3 Sekunden. Hey Felix, aufstehen! Warte, du verkackst das Video! Ist das simpel. Getrunken während des Fluges haben wir übrigens auch pasteurisierte, fettarme Haarmilch. Finger weg von meiner Müllermilch! Boah, ist das simpel. Übermotiviert klärten wir am ersten Abend nach ein paar pasteurisierten Gläsern Milch, in welchen Dreiergruppen wir ein Frühstück übernehmen müssen. Svenja, darf ich wieder reingrätschen? Nein. Die einen wollen um 10 Uhr essen, die anderen um 12 Uhr. Warte, Friedel, warte kurz. Ey Jungs, ich hab die ideale Lösung. Friedel, ich bin dran. Am ersten Abend zogen Matti, Roman und ich den kürzeren. Also sind wir auch tapfer aufgestanden. Der sieht doch eher wie ein Embryo aus. Fette Nasenpflaster. Das ist ein Geburtstagskind. Sind zum Supermarkt gegangen und haben 24 Eier gemacht. Genau das, was so gesucht wird. Und gefühlte 73 Baguettes gekauft. Und wir haben aber auch königlich dementsprechend gegessen am Tisch. Wie eine große Familie. Pipipi, wir haben uns alle lieb, guten Appetit. Wobei ich beim Mathe gerne mal probieren würde. Boah, ist das simpel. Am zweiten Tag ernährten wir uns von den übrig gebliebenen Eiern. Uns ist dabei aber das saubere Besteck ausgegangen, aber das war kein Problem. Äußerst simpel. Am dritten Tag tranken wir Schokoladenmilch im Supermarkt und ernährten uns von irgendwas auf ein paar Stufen. Und am letzten Tag haben wir nichts gefrühstückt. Zum Mittagessen dann erst. Wir haben eine Stunde in der Schlange bei einem Kultbrötchenladen angestanden, um uns 6 Stück zu kaufen, haben uns als Blog ausgegeben mit der Kamera, um gratis Pommes zu bekommen und aßen die dann auch irgendwo sitzend auf der Straße. Wie ist dein Tuna? Gut. Mit welches isst du denn gerade? Tuna? Ja, Tuna. Boah, ist das simpel. Barcelona haben wir kulturell also ziemlich schnell abgehakt, dank diesem Brötchenladen. Ah ja, und an dieser Sagrada Familie waren wir auch. Weil da mussten wir vorbei, als wir zu dem Laden gingen, an dem wir 4 von 4 Tagen waren. Boah, ist das simpel. Da haben wir kräftig angestoßen und deutsche TÜV-Qualitätsprüfungen gemacht, wenn man so sagen will. Der bricht. Und als es dann hart auf hart, Schlag auf Schlag ging,
hat sich einfach mal wieder bewiesen, wie unheimlich effizient die Jungs sein können. Diese 4 Tage Chaos sind in Windeseile aufgeräumt worden. Viele Hände, schnelles Ende. Die Kaution haben wir zwar noch nicht wieder, aber ich glaube, bis das Video online ist, haben wir sie hoffentlich. Aber irgendwas habe ich doch vergessen. Ah ja! Letztes Jahr in Prag haben wir T-Shirts gewichtelt, die wir dann einen Abend lang getragen haben. Wie das Ganze ungefähr ausgesehen hat, spule ich euch hier vor. Und dieses Jahr wurde das Ganze ein bisschen flexibler gestaltet. Wir haben Accessoires gewichtelt. Accessoires. Ich habe meinem Wichtel, Ole, diese Perücke hier geschenkt. Beziehungsweise gekauft. Ein Geschenk kann man das nicht nennen. Ole? Oh ja, ich glaube, Ole spritzt schwer. Oh, geil. Abonnieren, kommentieren und euren Crush markieren. Ja, das war Boys So Simple 2024. Nächstes Jahr geht's dann auf jeden Fall nach. Eine Sache. Und die geht so: Jeder für sich selbst. Und der liebe Gott für uns alle. Heute ist der Tag der dummen Entscheidungen. Das ist ein Getränk, was ich hier getrunken habe. Ja, wirklich. Einfach der Bayerische. Du gehst gerne wieder. Ja.